Anders als seine Brüder ist Adanos gnädig und liebt seine Kinder. Ich glaube, dass dein Bruder mit seiner Hilfe gefunden wird. Natürlich nur, wenn er ein Leben ohne Sünde geführt hat. So, hallo! Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Runde mit Gothic 2. Bin ich zu spät? Was ist hier passiert? Soweit ich weiß, gab es einen Einbruch. Mehr weiß ich auch nicht. Hey! Was ist hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade erst angekommen. Das Beste, was du tun kannst, ist, mit Kurt darüber zu reden. Ich glaube, Xardas gibt's in der Mod hier noch gar nicht. Wir sind, glaube ich, noch davor. Da bist du ja endlich. Wo warst du denn, als wir dich am dringendsten gebraucht hätten? Was ist passiert? Jemand ist eingebrochen und hat meine Hütte verwüstet. Das ist passiert. Oh. Ja, wir spielen ja hier die Chronik von Metana. Wir sind, glaube ich, noch vor dem Miental. Gorn und Xardas. Vielleicht trifft man die als junge Spunte hier irgendwann mal. Geht es Jorn gut? Weißt du, hier liegt das Problem. Jorn ist verschwunden. Was meinst du, er ist verschwunden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß genauso viel wie du. Als ich zur Hütte zurückkam, fand ich nur dieses Chaos vor und keine Spur von Jorn. Na geil, der Bruder ist jetzt weg. Hast du irgendwelche Hinweise gefunden? Nichts Besonderes, abgesehen von ramponierten Möbeln und Besitztümern, verstreut in allen Ecken. Ich habe auch kein Blut gefunden. Also gibt es Hoffnung, dass es deinem Bruder gut geht. In diesem Fall muss das jemandem gemeldet werden. Vielleicht wissen die Dorfwachen, was zu tun ist. Keine schlechte Idee. Aber wie ich sie kenne, bezweifle ich, dass sie ohne einen offiziellen Befehl von oben einen Finger rühren. Die einzige Person, die wirklich etwas dagegen tun kann, ist der Dorffetteste. Schließlich ist er derjenige, der alle Entscheidungen in Silbach trifft. Wenn du schon dabei bist, frag doch mal herum. Ich kann nicht glauben, dass niemand gesehen oder gehört hat, wie sie so einen großen Kerl aus der Hütte geschleppt haben. Ja, das ist eine Mod, und zwar ist das die Mod, die Chroniken von Myrtana Arkolos. Geht es um zwei Brüder, die quasi nach Arkolos gekommen sind, von Londram aus. Und der Bruder wurde von einer Blutfliege gestochen und jetzt war also relativ schwer verletzt, kann auch sterben. Jetzt haben wir ein Gegenmittel geholt und jetzt kommen wir wieder und der Bruder ist also weg. Ich verstehe. Du hast schon viel für uns getan. Ich würde noch mehr für dich tun, aber ich muss im Moment an deine und meine Sicherheit denken. Es wird besser sein, wenn du früher oder später in die Stadt gehst. Ich gehe nicht von hier fort, bis Jorn gefunden ist. Tu, was du willst, aber Silbach ist kein sicherer Ort. Das ist eine Gothic 2 Mod. Gothic 2. Hast du irgendwelche Feinde im Dorf? Wen soll ich nach Jorn fragen? Wen soll ich nach Jorn fragen? Fang mit den Dorfwachen an. Wenn er tatsächlich entführt und aus dem Dorf geschleppt wurde, dann muss einer von ihnen etwas gesehen oder gehört haben. Die Dorfwachen waren nicht da. Du kannst auch die Bewohner und deine Begleiter fragen. Ein paar Gaffer haben sich hier schon versammelt. Also kannst du mit denen anfangen. Also die Dorfwachen sind ja gerade die Leiche holen von der Tochter. Hast du irgendwelche Feinde im Dorf? Und wie kommst du auf die Idee, dass ein alter Fischersmann wie ich irgendwelche Feinde haben könnte? Vielleicht, weil ich dich seit einem Dutzend Jahren nicht mehr gesehen habe. Das ist wahr. Früher hatte ich sehr unfaire Wetteiferer. Aber ich bin schon lange aus dem Beruf raus. Außerdem ist Jorn verschwunden, nicht ich. Glaub mir, Junge, wenn mich jemand töten wollte, hätte er schon längst genug Gelegenheit dazu gehabt. Das mag auch stimmen. Wie kommst du darauf, dass die Stadt sicherer ist als das Dorf? Ach, Rolos ist eine riesige Metropole, in der die unterschiedlichsten Menschen landen. Es ist leicht, sich dort einzufügen und ein neues Leben zu beginnen, selbst für Neuankömmlinge. Außerdem bieten ausgebildete Stadtwachen einen besseren Schutz als eine Handvoll Dorfwachen. Ach, das ist die ganze Zeit. Wir sind jetzt noch im Tutorial. Weil, wenn wir nach Arkolos reinkommen, erst dann sind wir quasi ja im Hauptspiel. Ich habe dir gesagt, dass ich wegen des Heilmittels zu Bodowin gehe. Es scheint, dass sie meine Hütte schon eine Weile beobachtet haben. Sie wussten genau, wann die Hütte leer war.
Guck mal, woher weißt du, dass es mehrere waren? Interessant, ne? Woher weißt du, dass es mehrere waren? Schau dir einfach dieses Chaos an. Glaubst du, ein Mann kann in so kurzer Zeit eine ganze Hütte auf den Kopf stellen? Die haben ja gekämpft wahrscheinlich. Wo warst du zur Zeit des Einbruchs? Ich ging zum Gasthaus, um einen Tee mit Schuss zu holen. Jorn bekam Fieber, also dachte ich, das würde ihm sicher helfen. Ist dir mal in den Sinn gekommen, dass ein Dieb nicht so leicht in deine Hütte eindringen könnte, wenn sie eine verschlossene Tür hätte? Das ist ein ruhiges Dorf, wo jeder jeden kennt, oder zumindest war es so, bis ihr angekommen seid. Durch eine seltsame Fügung begannen genau dann unsere Münzen und kleineren Besitztümer zu verschwinden. Du glaubst, wir sind Diebe? Nicht du und dein Bruder, denn ich kenne dich und vertraue dir. Aber das kann ich vom Rest nicht behaupten. Okay. Warum sollte jemand deine Hütte verwüsten? Ich bin nicht so dumm, mein ganzes Erspartes in der Hütte aufzubewahren. Sobald ich von eurer Ankunft erfuhr, habe ich mein hart verdientes Gold gut versteckt. Nur für alle Fälle. Trotzdem haben sie meine Ersparnisse gefunden. Was fehlt? Zwei der Lederbeutel, die ich für schlimmere Zeiten aufbewahrt habe, sind verschwunden. Wer auch immer es war, muss gewusst haben, was er tut. Warum glaubst du, dass meine Gefährten hinter dem Einbruch stecken? Ist das nicht offensichtlich? Die meisten von ihnen sehen aus wie ein Haufen Gauner und in ihren Augen kann man den Ärger ablesen. Ich muss jetzt gehen. Wenn du etwas herausfindest, findest du mich beim Dorfältesten. Okay. Ich hoffe nur, dass ich Jorn gesund und munter wiederfinde. Das hoffe ich auch. Jetzt geht's quasi ins Hauptspiel. Kapitel 2. Ich hatte was anderes gehört. Okay. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Weißt du etwas über Jorns Verschwinden? Ich weiß nur, dass er verschwunden ist und kurz Hütte verwüstet wurde. Ich kam als einer der Letzten hierher. Hast du in letzter Zeit etwas oder jemanden Verdächtiges gesehen? Die meisten Einheimischen sehen mich misstrauisch an, wenn du das meinst. Aber wenn ich wetten müsste, würde ich auf Fabio setzen. Wie kommst du darauf? Schon zu Beginn der Fahrt auf dem Schiff hat man gemerkt, dass er deinen Bruder nicht besonders mag. Er starrt ihn an, als wolle er ihn umbringen. Außerdem hat Fabio im Gegensatz zu dir keinen Onkel hier, der ihm alles besorgt, was er braucht. Danke, ich werde mit ihm reden. Fabio, okay. Es war einer von euch, da bin ich mir sicher. Warum sollte einer von uns dahinter stecken? Das ist doch ganz einfach. Das Dorf war friedlich, bis ihr die Unruhestifter und Taugenichte aufgetaucht seid. Gestern hat ein Mann namens Fabio einen unserer Jungs im Gasthaus verprügelt, einfach nur weil er ihn angestarrt hat. Der Vollidiot hätte ihn getötet, wenn nicht eine der Dorfwachen schnell reagiert hätte. Hatten wir nicht mit Fabio auch schon mal Probleme? Ja, das ist nicht die Originalstimme, das ist ja eine Mod, das ist die Gothic 2, die Myrtana, die Chroniken von Myrtana Arculos Mod, und die ist aber mit Game Text to Speech, und dadurch haben die überhaupt erstmal irgendwie Stimmen, die ganzen Charaktere, weil im Originalspiel musste man das alles lesen. Warum sollte einer von uns einen anderen von uns entführen? Das ergibt keinen Sinn. Na verdammt nochmal, die müssen ein Geschäft mit Banditen gemacht haben. In Silbach leben nur ehrliche Menschen und ich hoffe, dass das so bleibt. Okay. Also Fabio, ist das nicht der, mit dem ich eh schon mal Probleme hatte? Nee, das ist wirklich ein komplett eigenes Spiel auf Gothic 2 basierend. Und das Interessante an diesem Spiel ist, 60 Stunden Spielzeit. Und es ist wie ein Gothic 3, das es nie gegeben hat. So wird es beschrieben oft. Was in dem Spiel hier wurden wirklich viele Texte auch wirklich erzählt. Aber ich hab auf jeden Fall die Game TTS Variante installiert. Dann kenne ich das Original nicht. Ich denke mal, God of Ragnarök werde ich dann nächste Woche wieder spielen. Ich habe, wonach du suchst. Guck mal, hier ein rohes Fleisch will ich haben. Für dich. 40 Gold erhalten. Immerhin. Wenn, dann war das nur aus Versehen, dass da jetzt Werbung kam. Eigentlich habe ich versucht, das zu vermeiden, dass hier Werbung reinläuft. Das war nicht. Das habe ich versucht. Ja, auszutricksen, aber leider lässt sich es nicht vermeiden. Kann ich dir ein paar Fragen stellen?
Normalerweise bin ich derjenige, der andere ausfragt. Aber schieß los. Was willst du wissen? Volkart. Volkart. Welcher war denn Volkart? Irgendwer kenne ich den doch. Ja, also wie gesagt, das war keine Ahnung. Also das, ich versuche eigentlich, Werbung auf ein Minimum zu halten. Das, ihr habt das bei TikTok jetzt deswegen gesehen, weil das von Twitch zu TikTok registriert wird. Und ich krieg's bei Twitch nicht aus. So, danke für das Follow auf jeden Fall. Ich habe mitgekriegt, jemand hat gefolgt, würde ich sagen. Ach nee, na bitte, geht doch. Danke, Leon, für die vielen Likes. Was weißt du über den Einbruch? Nicht viel mehr als du, nehme ich an. Ich bin erst hier rübergekommen, als Victor mich gerufen hatte. Sprich mit ihm. Vielleicht kann er noch etwas dazu sagen. Volkart. Hast du in letzter Zeit einen glatzköpfigen, muskulösen Mann gesehen? Sein Name ist Jörn. Der Name sagt mir nicht viel. Aber ich glaube, ich habe ihn mit dir gesehen, als du die Straße zum Weinberg heraufkamst. Warum fragst du? Er ist mein Bruder. Ich bin vor kurzem mit ihm ins Dorf gekommen. Zum Zeitpunkt des Einbruchs hielt er sich in der Hütte von Kurt, unserem Onkel, auf und alles deutet darauf hin, dass er entführt wurde. Entführt? Klingt ziemlich abwegig. Ich kann es selbst kaum glauben, aber die Zeichen sind eindeutig. Ich würde an deiner Stelle keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich kann dir versichern, dass ich es dich sofort wissen lasse, wenn ich etwas über deinen Bruder herausfinde. Wie auch immer, wenn es sich aber tatsächlich um eine Entführung handelt, kann dir leider nur die Stadtwache helfen. Danke für die Auskunft. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wo Volkart, ob das einer von der Stadtmacher war, aber ob wir dem Rolf gebracht haben oder ob Volkart, nee, draußen ist er auch nicht. Muss ich mal rausfinden nochmal. Ich habe gehört, was passiert ist. Ich fühle mit dir, das tue ich wirklich. Danke, aber anstelle von Mitgefühl könnte ich ein paar Informationen gebrauchen. Weißt du etwas mehr über den Einbruch? Vor einiger Zeit kam Kurt zu mir und bat mich um einen heißen Tee mit Schuss. Er sagte, dass es um Jörn schlechter geworden ist und er wieder im Delirium sei. Ich habe Martha gebeten, das Getränk zuzubereiten und bin dann losgegangen, um nachzusehen, wie es deinem Bruder geht. Kurt betrat die Hütte als erster und sobald er die Schwelle überschritt, begann er zu fluchen, was das Zeug hielt. Ich rannte hinter ihm her und sah das Durcheinander. Von Jörn keine Spur. Du hast nichts Verdächtiges gesehen? Nein, ich denke nicht. Wenn es eine Entführung war, dann wussten die Täter, was sie tun und ich bin mir ziemlich sicher, dass es jemand von außerhalb war. Es ist kein Geheimnis, dass die Dorfbewohner uns nicht mögen. Könnte einer von ihnen dafür verantwortlich sein? Wir haben hier ein paar Leute, die uns von Zeit zu Zeit Ärger machen, wie Rick oder Otto. Die Leute im Dorf sind aber eher ruhig Gemüter, was man von den Stadtbewohnern nicht behaupten kann. Habt ihr oft Besucher aus der Stadt? Ziemlich oft zumindest war das bis zu den letzten Regenfällen der Fall. Jetzt ist es etwas seltener geworden. Die Pfade sind gefährlich geworden. Überall wilde Tiere und Banditen. Wenn ich du wäre, dann würde ich mit den Dorfwachen reden. Sollte ein Besucher hier gewesen sein, dann müssen sie ihn gesehen haben. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, es ist nicht viel, aber wenn du noch etwas brauchst, komm zu mir. Guck mal, jetzt quatschen die mich ja alle an. Ich brauche nur rumlaufen, da erzählen die mir alle irgendwas. Oh, hier ist doch noch... Hier ist eine Ratte. Rattenfell will da ja irgendwie haben, irgendjemand. Hier ist noch eine Ratte. Die hat keinen Schutz, die Ratte. Das sieht man ja rechts an dem Symbol. Hä, wieso sind so viele Ratten? Wir haben die doch schon mal alle weggemacht. Hätte ich jedenfalls gedacht. Hier liegt auch noch was. Ein Snapperkraut. Ja, das habe ich schon öfter mal gemacht, Gothic 2 auf TikTok. Und ich habe festgestellt, dass es nicht besonders viele Leute sind, die das machen. Das stimmt. Und es macht auch immer wieder Spaß. Was suchst du hier? Ja, okay, die schimpfen sofort. Kluges Kerlchen. Okay, die schimpfen sofort. Rupert, Remy. Hat Remy? Haben wir schon angequatscht, ne? Ich habe. Ne, okay, der braucht rohes Fleisch. Muss ich mir also merken, dass ich bei Remy rohes Fleisch verkaufen kann. Da kriege ich mehr Geld, als wenn ich das irgendwie wegbrate oder wie anders mache. Wie ist das? Wer bist du? Ich kenne dich nicht, lass mich in Ruhe. Ja, typisch. Das ist Gothic 2, ne? So läuft Gothic 2. Okay, wir müssen die Stadtwache sollen wir anquatschen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns dann beim nächsten Mal anschauen können. So, dann haben wir wieder eine ganze Menge geschafft und eine ganze Menge Probleme sind neu dazugekommen. Wir müssen in die Stadt. Wir haben auf jeden Fall spurlos verschwunden und der Laufbursche ist abgeschlossen. Jetzt können wir wieder zu Bodovin gehen. Richtung Stadt. Bodovin ist ja Richtung Stadt. So, jetzt können wir noch die Stadtwache noch mal kurz anlabern, bevor ich für heute Ende mache. Wir können mal schnell schauen, ob es da noch irgendeine Info gibt.
Das wäre ja... Guck mal, ist hier noch... Wer ist denn das hier am... Ist das Ezeril am Friedhof hier? Ja, guck mal, die begraben gerade seine Tochter, oder? Flora, deine Reise endet nun. Mögen die Götter dir Einlass in ihr Reich gewähren. Und möge der barmherzige Adanos deinem müden Vater Schutz gewähren, bis er mit dir im ewigen Glück vereint wird. Warte mal. Danke. Weißt du irgendetwas über das Verschwinden meines Bruders? Ich habe von diesem unglücklichen Vorfall gehört. Die Nachricht verbreitet sich schnell im Dorf. Leider kann ich dir in dieser Angelegenheit nur mit geistlichem Beistand helfen. Anders als seine Brüder ist Adanos gnädig und liebt seine Kinder. Ich glaube, dass dein Bruder mit seiner Hilfe gefunden wird. Natürlich nur, wenn er ein Leben ohne Sünde geführt hat. Danke dir für deine Gebete. Denke daran, dass Gebete helfen, aber nur, wenn du an ihre Kraft glaubst. Ich hatte noch nie ein Problem mit dem Glauben. Darüber bin ich sehr froh. Da du ein gläubiger Anhänger des Herrn der Ordnung bist, warum besuchst du nicht unser Heiligtum auf der Insel? Die Magier dort werden einen geplagten Wanderer und tiefgläubigen Mann gerne willkommen heißen. Oh ja, stimmt, die haben ja auch ein Kloster. Danke, ich werde darüber nachdenken. Besuche meine Brüder und ich bin sicher, du wirst es nicht bereuen. Das Kloster der Wassermagier hier, ne? Nochmal danke für deine Hilfe. Das ist das, die quatschen alle. Du musst hier niemanden mal. Du läufst hier rum und die quatschen dich alle an. Oh, guck mal, der geht gerade weg. Ob wir den ausrauben können jetzt? Der geht spazieren. Weiß zwar nicht warum. Aber jetzt könnte man gucken, ob wir hier einbrechen können. Nee. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und den Schlüssel? Ich habe nur genau einen Dietrich. Das ist schade. Schade. Ich habe nur genau einen Dietrich. Ich brauche also neue Dietriche. Ich muss irgendwo Dietriche kaufen. Muss ich mal schauen, wo man jetzt Dietriche herkriegt hier. Wer mir welche verkauft. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 46. Gold. Doll ist es nicht. Jetzt sitzt er hier. Okay, Lokwa sitzt hier. Achso, Lokwa. Ne, wir hatten doch gerade nicht Lokwa, wir hatten doch Polkart, genau, von der Stadtwache. Hey, du. Aber den hatten wir ja gerade schon, mit dem hatten wir ja gerade schon gesprochen. 46 Gold. Was ist das hier? Ist Rolf? Gucken wir nochmal hier hinten ab. Markus, mir nochmal ganz kurz was. Trophäen habe ich jetzt nicht, aber was beibringen kann er mir auch nicht. Wölfe. Wir haben wieder Tiere im Wald. Sehr schön. Sehr schön. Kannst. Sehe ich aber. Jetzt können wir noch mal ganz kurz gucken. Blutfliegenstachel, Zähne entnehmen. Kann ich dem die irgendwas verkaufen? Guck mal ganz kurz. Wir haben doch ein paar Sachen eingesammelt. Ach so. Ich hätte doch Blauflieder abgeben können auch noch. Ja, das machen wir mal zuerst. Ich gehe mal ganz kurz nochmal Blauflieder abgeben. Es gibt ja Geld. Und da muss ich langsam Schluss machen. Ich bin schon wieder ganz schön lange online heute. Bin doch voll übertrieben. Aber bevor ich das vergesse. Hier, der kriegt doch Blauflieder. Ich muss doch hier, ich habe was du brauchst. Hey du. Ich habe, wonach du suchst. Guck mal, 9-mal Blauflieder. Hier, für dich. Immerhin, 45 Gold. Und wenn wir da jetzt nämlich das Richtige noch an den Typen hier oben verkauft, dann kriegen wir es hin, dass wir sogar noch lernen können, vielleicht Zähne zu ziehen, Krallen zu ziehen, aber ganz kurz mal schauen, was muss ich denn alles verkaufen, damit das geht? Lass uns handeln. Wie viel Geld habe ich denn? Zeig mir deine. So, wir gucken ganz kurz mal, wie viel Geld ich habe. 91 habe ich. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Holz für die Waffenherstellung, 1. Rattenfell, 1. Achenwurzel, die bringt mir was, die kann ich nicht verkaufen. Weidenbeere, auch nicht so richtig, ne? Guck mal, wir haben bis jetzt noch ganz wenig Waffen gefunden. Okay, wir haben zweimal die Holzfäller-Axt. Können wir eine verkaufen?
Scavenger-Ei. Rohes Rattenfleisch. Ich weiß gar nicht, warum ich das rohe Rattenfleisch jetzt unten nicht losgeworden bin. Hier haben wir noch irgendwelche Rezepte und so. Schlüssel. Ein Lederbeutel, den können wir da nochmal aufmachen. Da ist mal 10 Gold oder so drin. Flammenmürze, immerhin. Bringt die 4-mal Gold. Können wir auf jeden Fall Weidenbeere. Den nehmen wir mal ein bisschen raus. Feuernessel. Können wir auch, hier, guck mal, Heilpflanzen. Haben wir schon 165. Goblinbeeren behalte ich. Die bringen, die sind teuer, wenn man sie kauft. Gebratenes Scavengerfleisch. Mit 2. Ratte am Spieß. Eingelegte Rüben. Petersilie ist Quatsch. Butler. Fleisch. Kutteln. Bier. Brot ist auch nicht viel wert. Hier 1. Äpfel ist nicht. Starkbier ist auch nicht viel wert. Gebratenes Keilerfleisch. Ich weiß, ob wir das noch gebrauchen können später. Hier haben wir den einen oder anderen Zauber noch rumliegen. Hier haben wir noch ein paar so Ringe und so. Pech. Guck mal, hier muss doch silberner Kerzenständer. Kann weg. Bogensehne werden wir uns mal aufheben. Magisches Pergament, Essig, das ist wichtig. Holz, eine Feder, geweihtes Wasser. Jetzt haben wir schon 189 Gold. Wein ist irrelevant. Eine alte Münze bringt nichts. 30 Besen, eine Angelrute. Okay, hier ist nicht mehr viel. Jetzt nehme ich noch das, den Lederbeutel. 10 Gold erhalten. Kann ich sehen. Okay. Also ich habe 199. Kannst du welche hier oben Wölfe haben? Zähne ziehen für 3. 150. Die entnimmt man Tierzähne. Siehst du, du bist schon besser geworden. Okay. Meine Damen und Herren, jetzt können wir Wölfe jagen gehen und in die Stadt. Ich speichere. Und ich wünsche, ich mache das beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bleibt mir schön gesund, habt noch ein schönes Wochenende. Ich freue mich auf euch, aufs nächste Mal. Bleibt mir schön gesund. Bis dahin, macht's gut und tschüss.